Das war Anfang Mai, als der Magdeburger Zoo zum ersten Mal den Zwillingswurf seiner weißen Löwen präsentierte. Da war die Welt noch in Ordnung. Messbar an der Gewichtszunahme der kleinen Racker, aber dann passierte es, wie uns die Tierpflegerin Julia Forst berichtete. Also es war schon relativ absehbar, weil die ja schon die ersten Tage auch denn an Gewicht wieder verloren haben und denn an dem Tag, wo wir sie rausgenommen haben, auch tatsächlich nur noch 34 Grad Körpertemperatur hatten und ausgetrocknet waren. Und deswegen konnten wir uns das dann aber auch ein bisschen denken, dass das eventuell darauf hinausläuft, denn nachdem es schlechter lief. Am Mittwoch präsentierte sich die Löwenmutter auf zwei Beinen den Medien, denn der Aufzuchtversuch mit der Menschenhand und nicht mit der Löwenpfote gelang. Und die beiden Welpen haben ordentlich zugelegt. Dabei war es gar nicht so einfach, die Jungtiere an die Flasche zu gewöhnen. Der Gummisauger und die ungewohnte Katzenspezialmilch wollte erst so gar nicht getrunken werden. Aber nach etwa zwei Tagen war den beiden bisher immer noch Namenlosen klar, wo die Nahrung nun herkommt und wer dafür zuständig ist. Wie hier im Video aus der Löwenkinderstube schön zu sehen. Diese Kinderstube ist übrigens mal im Zoo, aber auch bei Julia Forst zu Hause. Das haben wir entschieden quasi auch mit der Leitung und meinen Kollegen im Bereich. Und dann haben wir halt die Wahl getroffen, dass ich das mache. Ich wohne halt auch in der Nähe gleich. Das heißt, die Fahrt für die ist auch nicht sehr weit vom Zoo bis nach Hause. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Interessant war in dem Zusammenhang auch das Verhalten des Hundes von Julia Forst, der gleich zwei Katzen in sein Revier vorgesetzt bekam. Also er kennt Gott sei Dank Katzen auch und hält da eigentlich auch aus Erfahrung Abstand. Das heißt, er hat einmal reingeguckt, dann wurde gefaucht und dann waren die Fronten geklärt. Das heißt, er ist auch froh, wenn er seine Ruhe hat und die ihn in Ruhe lassen und dann klappt das schon. So eine Spielstunde im Schatten der großen Linden gegenüber des eigentlichen Geheges der weißen Löwen können die Zoobesucher am kommenden Wochenende auch selbst erleben. Am Nachmittag, wenn die beiden Racker gefressen haben, wollen sie nämlich spielen. Und da ist alles interessant, was sich so abspielt, auch wenn das Geratter der Fotoapparate oder der nebenan arbeitende Radlader doch ein wenig furchteinflößend waren, sodass sie sich nur sehr selten von der Decke im Gehege herunterwagten und sich immer schön in der Nähe der Ziehmutter aufhielten. So mutig waren sie dann doch noch nicht. Aber das wird sich sicher bald ändern. Also ich schätze mal, dass wir in ein, zwei Wochen spätestens auch über Nacht kein Futter mehr brauchen und dass sie dann im Zoo bleiben werden. Und die kriegen jetzt schon mal ab und zu auch ein bisschen Fleisch und sind natürlich aber auch auf die Milch noch angewiesen. Und das vermischt man dann und stellt dann langsam die Ernährung auch um. Und dann kann man durchaus sagen, das klappt, die brauchen jetzt keine Flasche mehr und man kann die so füttern. Irgendwann sollen die beiden auch wieder mit den Eltern zusammenkommen. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Denn nach der Wegnahme der Welpen konnte auch beim Muttertier die Prägung nicht stattfinden, genauso wie bei den Welpen. Und der männliche Löwe würde ihm fremde Jungtiere als Konkurrenz auffassen und möglicherweise töten. Und das wollten die Zoomitarbeiter natürlich unbedingt vermeiden. Schließlich ist jedes Jungtier ein Vertreter einer vom Aussterben bedrohten Rasse, die es unbedingt zu erhalten gilt. Weshalb Julia Forst die Mühen der Handaufzucht auch auf sich genommen hat. Und so ganz nebenbei wurde sie jetzt auch zum Medienliebling. Und ihre Nachbarn durften jetzt auch wissen, dass sie seit ein paar Wochen Tür an Tür mit zwei Löwen gewohnt haben. Unterdessen wurden die beiden Welpen müde. Zeit für die Fotografen, endlich ein Bild von gähnenden Jungtieren zu bekommen. Da konnte man die kleinen Zähne auch schon sehen, die bald nur noch Fleisch zu beißen bekommen. Aber jetzt war erst einmal Zeit fürs nächste kleine Schläfchen.